So geht es dann hier über die Seite hoch. Okay. So. Schön ausleuchten hier. Und jetzt gehen wir mal gucken, wo die Kiste ist. Hier müsste man auch noch gerade so eine Treppe hochbauen, so eine Art. So. Vielleicht auch gerade ein bisschen mehrstufig. So ist das in Ordnung. Hier kamen wir, glaube ich, nicht zur Kiste, oder? Ne, hier kamen wir doch, oder? Ne, hier kamen wir in diese Lavasackgasse. Das ist gut, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen Lava dann holen, wenn wir gleich brauchen. Hier ist hier ein Chaos, Mensch, wer hat denn hier so viel Müll fabriziert? Ach, ich glaube, ja, jetzt haben wir hier den Weg nach oben weggemacht, durch das wir hier das Geländer hier weggeschlagen haben. Aber das geht ja so auch. So die Frage. Hier ging es hier langs? Hier langs? Ja, auch eine Treppe zum Spawner? Ah ja, und dann geht es hier runter, dann muss dort auch irgendwo die Kiste sein. Nur wo? Voll der Irrgarten hier. Das hier ist mir zu gefährlich. Ne, hier geht es ja schon insgesamt hoch. Ah, da haben wir den richtigen Weg gefunden wieder. Den hatten wir das letzte Mal ja nicht mehr gefunden. Beziehungsweise ich habe die Suche abgebrochen. Ah, da ist die Kiste. Da war die Kiste. So, die können wir natürlich jetzt nicht mitholen, weil wir keinen Platz haben. Deswegen würde ich sagen, wir lagern einfach mal alles hier. Pflasterstein. Und bauen hier auch gerade mal das Ding hier rein. Und bevor uns was passiert, lagern wir auch hier das Eisen und das Lapislazuli. So. So, dann bauen wir uns jetzt auch noch ein paar Steinspitzhacken. Das war dann nicht die Diamanten nur komplett verbrauchen, hier nur für Kram zu machen. Wo war das jetzt wieder? Verdammt. Ah, hier. Ja, da waren wir ja nicht weit weg von der Kiste. Uah! Verdammte Scheiße. Ah, schön Steine gesammelt. Ah, hier ist alles leer. So. Gehen wir jeweils noch eins rein hier. Mindestens eins. Ich glaube, dann sollte man noch vielleicht. Ja gut, da vorne reicht es eigentlich, glaube ich. Da müsste es reichen nach vorne, nach hinten vielleicht noch. Bisschen reingehen. Ach komm, was ist denn?
La 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 la. Und da können wir gleich mal den Rohbau planen. Ach, was ich jetzt vergessen habe, ist Leitern mitzunehmen. Aber das ist nicht schlimm, können wir uns ja craften. Müssen wir wieder zur Kiste rennen, gleich. Mindestens zwei zunächst mal überall rein. Das soll da eigentlich reichen. Doch, ja, das reicht, Dicke. Ich hoffe, dass das Glas reicht. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, wenn ich die Größe des Raums doch so betrachte. Wird, könnte eng werden. Ich glaube, das reicht auch nicht. Aber gut, wir haben ja auch noch die Steinziegel, dass man da irgendwie eine Mischung bauen kann. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe immer noch nichts. Ah, da kommt auch das Wassergeräusch her. Das ist natürlich jetzt gerade sehr unvorteilhaft. Hätte jetzt natürlich nicht unbedingt sein müssen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Weil hier stimmt's ja. Und hier gehen wir noch eins weiter rein. Dann müssen wir das dann eben noch zubauen zusätzlich. Und zwar so. Und dann gehen wir noch auf der anderen Seite zwei reinrücken und dann sollte das Ganze mal bebaubar sein. Können wir eigentlich schon bald testen, glaube ich, wenn alles jetzt klappt soweit. Dann soll da eigentlich dem Test nichts mehr im Weg stehen. Natürlich muss jetzt alles klappen. Grundvoraussetzung. Da sind noch Rohmaterialien an der Wand. Ich habe die gesehen. Ich hole sie auch gleich. Ach komm schon. Schwimm. Da habe ich auch Lava gehört, oder? Und das da ist Redstone. Dachte schon, jetzt ist es aus. Habe ich hier Wasser anstatt eine Fackel gegen die Wand gekippt. Vor allem mit dem Zusammenspiel von Lava hat mich das Ganze nicht so gefreut. Diamanten gibt es hier keine, oder? Nein, aber noch Eisen. Das holen wir uns noch mit. Weil wer weiß, ob wir hier in die Ecke noch mal reinkommen. Noch Eisen. Ja, gut, ich kann jetzt nicht alles abbauen. Das Eisen holen wir noch.
und die HDP VR läuft die letzte Zeit so himmlisch, beziehungsweise der PC, dass gar kein Ausfall mehr. Ich will es nicht so laut sagen, aber es ist wirklich toll. Auch die 100. Jubiläumsfolge konnte ich ohne Unterbrechung aufnehmen. Das war so geil. Und jetzt hier läuft es auch schon 40 Minuten am Stück. Das hat was. So, okay. Ja, die zwei kommen auch weg. Oder? Eigentlich schon. Muss ich sogar auch noch eins rein nach vorne. Sind das vier? Ja. Ne, das sind fünf. Oh, da bin ich drei in die Seite reingegangen. Oder was? Das kann sein. Ich weiß es gar nicht genau, ob ich mich da, ob das vorher überhaupt symmetrisch war. Naja. Wenn ich gehe mal eben drei rein, ist ja auch nicht schlimm. Wenn wir schon dabei sind. Es wird wieder dunkel in der Höhle ohne Licht. Nö, stimmt doch. Ach, da geht's eins weiter. So haben wir das. Wäre jetzt quasi nur die Monster aus dem Spawner da, die runterfallen. Da könnte man eigentlich die Wand dort oben über dem Spawner, also die Decke noch runtersetzen, bis quasi knapp über den Spawner, dass wir dort noch die nächste Etage dann schon bauen. Dass wir nicht so viel Platz verlieren. Aber hier, nee, hier sind wir nur zwei reingegangen. Seltsame Geschichte. Dann war das hier doch schon eins größer. Obwohl es soweit ist, mich irgendwie ein bisschen verwundert. Ist aber egal. Ändert im Prinzip nichts. Ach ja, stimmt. Ich war auf einer Seite, glaube ich, ja schon weiter drin. Ich mir da jetzt auch nicht sicher bin. Irgendwie verwirrend. Hier haben wir wieder Eisen. Und wir holen uns das Eisen. Wieder mal. Und die Kohle. Und die Kohle hole ich jetzt nicht mit. Da müsste ich jetzt wieder einen extra Inventarslot füllen. Das will ich jetzt nicht. Hat die Kohle Pech gehabt. Pech gehabt. Und wir werden das Eisen jetzt auch mal ein bisschen nicht unbedingt direkt schmelzen, weil das gibt nämlich EP, das Schmelzen des Eisens. Und solange wir noch genug Eisen haben, brauchen wir es ja nicht zu schmelzen. Dann können wir das nämlich auch aufheben, falls das Update in absehbarer Zeit kommen sollte. Und können es quasi dann schmelzen. So. Jetzt können wir ja wieder Symmetrie reinbringen durch die Glasplatten. Glas und Steinziegel hätte ich jetzt gerne. Und zwar wollte ich das Ganze